Bonjour! Willkommen, willkommen, Madame et Monsieur. Ich bin Lupère, eine von den größten verkannten Künstler von der ganzen Welt. Nils hat mir erlaubt, euch etwas über eine von meinen Lieblingskünstler zu erzählen. Na, wisst ihr, wer das sein könnte? Wisst ihr es? No, no, nicht Lupière. Das wäre arrogant. Lupière kommt erst an zweite Stelle. An die erste Stelle kommt Gino Severini. Ein Maler aus Italien. Er wurde geboren am 7. April 1883 in Cortona. Er starb am 26. Februar 1966 in Paris. Frankreich, ihr wisst es. Nun, oui. Gino Severini wurde 1883 in eine arme Familie geboren. Mit 15 Jahren wurde er von dem gesamten italienischen Schulsystem ausgeschlossen, weil er Prüfungsunterlagen gestohlen hatte. Nun, eine brillante Idee von diesem Mann, nicht wahr? Und für alle diejenigen, die sich schon einmal überlegt hatten, oh oui, möglicherweise ist es eine gute Idee, die Prüfungsunterlagen zu stehlen. No, es ist keine so gute Idee, wie ihr seht. Kurz darauf siedelt er 1899 mit seiner Mutter nach Rom über und besuchte dort Abendkurse. Dort zeigte sich auch zum ersten Mal seine große Interesse in die Kunst und er malte sehr viel in seiner Freizeit. Nach etwa 2 Jahren endete seine offizielle Kunstausbildung bereits wieder, da seine Förderer seine mangelnde Ordnung nicht so richtig verstand. Ui, ich hoffe wirklich, dass Nils mich niemals wegen meiner mangelnden Ordnung für die Tür setzen wird. Ich sollte aufräumen gehen. Nach diesem Video. 1900 lernte er durch die Maler Umberto Boccioni die Technik des Divisionismus kennen. Eine Form des Neoimpressionismus, bei der eine sehr geometrische und wohldurchdachte Bildkomposition wichtiger wurde als realistische Momentaufnahmen, wie dies im Impressionismus der Fall war. In den November von dem Jahr 1906 kam Severini nach Paris, eine wundervolle Stadt, und es war ein sehr wichtiger Umzug für ihn, wie ihr euch sicher denken könnt. Er sagte einmal darüber, die Städte, denen ich mich am meisten verbunden fühle, sind Cortona und Paris. Ich wurde körperlich in die erste geboren, intellektuell und spirituell in die zweite. Natürlich malte er dort fleißig weiter und die Ideen des Divisionismus beeinflussten Severinis frühe Arbeiten stark und schließlich auch die futuristische Malerei selbst. Denn 1910 unterzeichnete er zusammen mit vielen anderen Künstlern die futuristische Manifest und die technische Manifest von die futuristische Malerei. Die Futurismus ist eine Stilrichtung, die sich auszeichnet durch sehr konkrete Vorstellungen in die einzelnen Kunstbereiche, wie Kunst in futuristischem Stil auszusehen hat. Und es zeichnet sich vor allem durch seine vielen Schriftstücke darüber aus, die diese Künstler aufgesetzt haben, um ihre eigene Selbstverständnis von dieser Stilrichtung festzuhalten. Die haben das dann alle unterschrieben und das war dann gültig, wie ein Vertrag. 1913 sorgte sein Porträt von dem Futuristenführer Filippo Tommaso Marinetti in Berlin für den beabsichtigten Skandal. Ab 1920 teilte er seine Zeit zwischen Paris und Rom auf und pendelte zwischen diesen Städten hin und her, um zu arbeiten. Er hatte den Futurismus nach dem Ersten Weltkrieg abgelegt und war Teil von der Bewegung Return to Order geworden. Eine künstlerische Bewegung, die zu Deutsch heißt Rückkehr zu die Ordnung.
Von den neoklassistischen Stil inspiriert, malte er überwiegend Wandmalereien mit religiösen Motiven für verschiedene Auftraggeber. In die 1950er kehrte Severini schließlich zu seinen futuristischen Themen zurück. Tänzer, Licht und Bewegung. 1966 starb er im Alter von 82 Jahren in Paris und wurde in Cortona beigesetzt. Ui, das war seine Geschichte. Ich hoffe, ihr konntet ihr folgen. Ich habe euch so viel Wirrwarr wie möglich erspart, denn ich weiß, möglicherweise könnt ihr sonst nicht so leicht diesen unglaublichen Mann so wertschätzen, wie ich es tue. Ich wünsche euch noch einen schönen Vortrag und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gedicht, die Nils zu Severinis Blaue Tänzerin geschrieben hat. Ich liebe euch alle. Bis bald!